Offense. Deliver cores to win. Auf der Gamescom 2019 war ich beim Publisher Private Division eingeladen und da wurde unter anderem auch das neue Spiel Disintegration gezeigt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Endboss TV. Bei meinem Termin auf der Gamescom vom Publisher Private Division wurde unter anderem auch The Outer Worlds, Kerbal Space Program 2, Ancestors und eben auch Disintegration gezeigt. Im Sommer dieses Jahres gab es schon die ersten Gerüchte, dass unter der Leitung von Markus Leto, dem Schöpfer der Halo-Serie, ein neuer Ego-Shooter entwickelt wird. Und der kommt jetzt vom unabhängigen Entwicklerstudio V1 Interactive. Bereits am Montag vor der Gamescom, während der Opening Night Live, wurde das Spiel bereits vorgestellt mit einem kurzen Trailer. Den Trailer durften wir dann nochmal sehen, dann ein bisschen was hands-off zur Singleplayer-Kampagne, denn die Story soll hier sehr wichtig werden. Das ganze Setting und die Grundstory ist auch relativ spannend. Es geht darum, dass man einen Charakter spielt, der auf den ersten Blick einfach nach einem Roboter aussieht. Aber in diesen Robotern steckt noch Mensch. Denn sie haben ein richtiges Gehirn und waren ursprünglich mal Menschen, die sich immer weiter in Roboter entwickelt haben, einfach um Krankheiten vorzubeugen und sich eben auch abzugraden. Diese Charaktere, halb Roboter, halb Mensch, wollen nichts anderes als den Erhalt der Menschheit. Und darum kämpfen sie gegen einen bestimmten Gegner. In diesem Video soll es aber hauptsächlich um den Multiplayer gehen, denn viel mehr wurde auch vom Singleplayer nicht gezeigt, wie ein paar Szenen und eben die Grundstory. Danach durften wir nämlich selber ran und sehr ausführlich den Multiplayer in mehreren Runden antesten. Wir hatten den letzten Termin an diesem Tag, gleich am Gamescom-Dienstag, und durften daher auch etwas überziehen. Das haben wir auch gemacht, denn Leute, ich sag euch, dieser Shooter macht süchtig. Im ersten Moment sieht alles sehr chaotisch aus, aber man versteht schnell, um was es geht und kommt sehr, sehr schnell rein. Aber versteht dann auch relativ schnell, oh, das Ganze hat eine ziemlich krasse Tiefe. Und es kommt sehr, sehr stark auf die Taktik, aber natürlich auch auf die Shooter-Fähigkeiten an. Das Besondere ist, die Bodentruppen werden nicht von einem anderen Spieler gespielt, nein, die spielt man selbst. Man selbst spielt eben einen Piloten, der in einem Gleiter steckt, der einige Meter über dem Boden lang fliegt und dieser befehligt auch die Bodentruppen. Man kann eben wirklich das Schiff und die Bodentruppen völlig unabhängig voneinander in einem Modus mit einem Controller steuern. Für die Bodentruppen sind dann hauptsächlich die Schultertasten da und ansonsten spielt man mit dem Schiff so, wie man es von anderen Spielen gewohnt ist. Wirklich super gemacht, spielt sich nach kurzer Zeit, sobald man es verstanden hat, sehr, sehr flüssig von der Hand. Man kann gleichzeitig die Bodentruppen angreifen lassen, auf bestimmte Positionen schicken und währenddessen mit seinem Gleiter angreifen. Hört sich total verrückt an, man glaubt gar nicht, dass es so gut funktioniert, aber glaubt mir, es funktioniert. Natürlich kann man im Multiplayer auch verschiedene Fraktionen auswählen. Die haben alle ihre eigenen Gleiter mit eigenen speziellen Fähigkeiten. Ihr habt also unterschiedliche Primär- und Sekundärwaffen und auch unterschiedliche Spezialfähigkeiten der Gleiter. Die Bodentruppen folgen einem automatisch dahin, wo man fliegt, außer man sagt ihnen eben, sie sollen bestimmte Punkte bewachen, bestimmte Punkte einnehmen, Dinge aufnehmen, wohin bringen, Gegner angreifen oder haben eben auch Spezialfähigkeiten, die man dann auch mit Richtungstasten aktivieren kann, wie zum Beispiel ein Raketenschauer, bestimmte elektromagnetische Impulse, die dann Gegner für kurze Zeit lähmen und so weiter. Zu Release sollen direkt drei verschiedene Multiplayer-Modi zur Verfügung stehen. Wir haben einen gespielt, wo bestimmte Energiekapseln, nenne ich es mal, von bestimmten Generatoren aufgesammelt werden mussten und dann zum Gegner gebracht werden mussten. Schafft man das, kriegt man einen Punkt. Eine Zeit läuft dann oben ab und je mehr man das schafft, umso mehr Punkte bekommt man eben. Und das machen nicht beide Gegner gleichzeitig, sondern der eine ist im Angriffsmodus, der andere im Verteidigungsmodus und dann wechselt das Ganze, kennt man ja von anderen Shootern. Aber wie es sich spielt und wie es so komplett vom Gameplay aufgebaut ist, ist wirklich sehr, sehr neu und einzigartig. Man sollte sich auch mit seinen Teamkameraden gut absprechen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Maps sind sehr verschachtelt und man darf nicht vergessen, man kann fliegen. Das heißt, wir haben eine dreidimensionale Map. Man kann aber nicht über eine bestimmte Höhe hinaus, man hat keinen krassen Chat oder sowas, sondern wirklich nur einen Gleiter.
aber trotzdem kann man nicht nur nach rechts oder links gleiten, sondern eben auch die Höhe etwas justieren. Man hat also viele Möglichkeiten, sich zu verstecken, speziell anzugreifen. Die Map, auf der wir gespielt haben, war wirklich sehr verschachtelt und man konnte den Gegner sehr, sehr schön verarschen. Das hat wunderbar Spaß gemacht, wenn es funktioniert hat. Allerdings hat er auch manchmal den Spieß umgedreht. Ob man eben gerade die Person ist, die am besten zum Generator geht, um die Energiekugel zu holen, oder einfach nur auf einem bestimmten Punkt auf Gegner wartet, das ist genau das Taktieren, was ich meine, und da muss man gut mit den Teamkameraden zusammenarbeiten. Wenn man das so ein bisschen verstanden hat und dann das erste Mal schafft, einen gegnerischen Gleiter abzuschießen oder seine ganzen Einheiten zu zerstören oder es wirklich schafft, durchzubrechen und einen Punkt zu machen, das ist unglaublich motivierend und man will einfach immer weiter und weiter machen. Und nach jeder Runde merkt man einfach, wie man besser und besser wird, verschiedene Sachen noch dazulernt, plötzlich noch eine Spezialfähigkeit zu nutzen weiß. Denn es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie man in den Kampf geht, was man tun kann. Und jede Fraktion spielt sich sehr, sehr anders alleine aufgrund der unterschiedlichen Grundwaffen. Und ich kann nur sagen, Leute, behaltet es im Auge, wirklich sehr, sehr spannend. Und zum Singleplayer noch, ihr spielt hier Roma Schoal, der leitet eine kleine Gruppe, die für den Rest der Menschheit kämpft, wie schon gesagt. Gegner sind die Rayon, die die letzten Menschen jagen und fangen wollen. Sind die Menschen erstmal in ihrer Gewalt, dann werden sie dem Prozess der Integration unterzogen, bei dem das Gehirn entfernt wird. Und somit würde die Menschheit nach und nach aussterben und das soll eben verhindert werden. Disintegration soll im kommenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, also irgendwann 2020. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mache mich jetzt direkt ans nächste Gamescom-Video. Nicht vergessen zu liken und zu kommentieren, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch ein Abo da lasst, dann vielen, vielen Dank. Macht es gut, bis zum nächsten Video und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.